ist ja nicht so, dass wir eine Politikerkaste haben und die machen eben, was sie machen, sind manchmal korrupt und manchmal auch nicht so korrupt. Und wir sind die Bürgerinnen und Bürger und wählen die und sind dann ganz entsetzt, was sie tun. Findest du das in Ordnung, dass Politiker sich nicht nur für den Staat engagieren, sondern auch in Aufsichtsräten von Pharmakonzernen sitzen? Es ist natürlich so, dass das bei uns schlichtweg erstmal juristisch geregelt ist, was die dürfen, was sie nicht dürfen, welche Nebeneinkünfte, in welchen Höhen und in welchen Funktionen. Insofern, solange wir hier keinen Korruptionsfall haben, ist das zunächst einmal alles in Ordnung. Glaubst du also, dass die nicht Loyalitätsprobleme haben? Arbeite ich jetzt für den Staat oder vielleicht doch für den Konzern? Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass die gewählten Vertreter des Volkes diese Entscheidung auf angemessene Weise treffen können. Deswegen haben wir ja Beobachtungsorgane. Es ist ja nicht so, dass wir Volksvertreter wählen und die dürfen jetzt alles machen. Und wenn wir Glück haben, verhalten sie sich nicht korrupt in ihren Pharmakonzernen. Wenn das so wäre, dann hätten wir einen Grund zur Besorgnis. Aus dem Grund haben wir eine dauernde Überwachungsmaschinerie, die auch regelt, was eigentlich noch legitim ist und was nicht. Ja, für mich klingt das jetzt wirklich naiv. Du glaubst aber selber nicht, dass Gerhard Schröder nicht schon vorher für die Gazprom vielleicht ab und zu einen kleinen Gefallen getan hat. Sollte der Verdacht bestehen, dass das so ist, müsste man den Fall klarerweise überprüfen. Also wenn hier ein Überschreiten legaler oder legitimer Grenzen vorliegt, dann ist es natürlich Aufgabe des Volkes und seiner auch juristischen Vertretungen, den Fall zu überprüfen. Wer soll denn das nachweisen wollen? Ja, das ist Aufgabe des Volkes. Wir sind ja als Bürgerinnen und Bürger Teil der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wir eine Politikerkaste haben und die machen eben, was sie machen, sind manchmal korrupt und manchmal auch nicht so korrupt. Und wir sind die Bürgerinnen und Bürger und wählen die und sind dann ganz entsetzt, was sie tun. Wenn das so wäre, wenn das unser Eindruck wäre, dann müssten wir fundamental unsere Demokratie verändern. Es hängt ja auch immer an der Initiative der Bürgerinnen und Bürger. Wo kein Kläger, dort keine Anklage. Das heißt, du glaubst an das System, da ist alles geregelt, da ist alles in Ordnung. Ich glaube, dass es selbstverständlich politische Defizite in Deutschland gibt, die damit zu tun haben, dass es korruptionsähnliche Strukturen gibt. Man denke nur an die deutsche Autoindustrie, bei der das ja im Moment etwas deutlicher geworden ist, wie die verstrickt ist in internationale Zusammenhänge und problematische Geldverschiebung oder an die Deutsche Bank und so weiter. Das heißt, wir haben ja jetzt im Moment mit Fällen zu kämpfen. Aber gerade weil wir diese Fälle untersuchen und überhaupt thematisieren, wissen wir, dass es immer noch einen hohen moralischen Anspruch an unsere Märkte gibt. Wichtig ist zunächst einmal, dass wir diesen hohen moralischen Anspruch haben und auch weiter kultivieren. Wie, es hängt an uns, ob wir die Politik und die Marktwirtschaft unter moralischen Druck setzen oder nicht. Von sich selber her müssen die das nicht tun.